So, ja, und damit hallo und herzlich willkommen in Richtung YouTube zu They Are Billions, zu einer neuen Aufnahme. Und ja, wir haben die Auswahl heute in den Kampagnen zwischen Pest und Cholera, zwischen die Tiefebenen, zwischen die Hohle Gasse und die Rabenminen. Alles ganz tolle Sachen, die alle beknackt sind. Bin ich mal gespannt. Naja, lassen wir uns mal überraschen. So. Und wir diskutieren gerade sehr, sehr intensiv hier auf Twitch, beziehungsweise ich zeige mich wieder von meiner besten Seite. Als Kommentar hin kommt jetzt, hinsetzen, Klappe halten, so landest du nie bei einer Frau. Das stimmt. Behandelt Frauen mit Respekt. Ist nicht so, dass ein Stream langweilig ist, ganz im Gegenteil, aber es ist Overwatch-Event und ich mag es viel zu sehr zu spielen. Das Problem kenne ich, aber ich habe seit Ewigkeiten kein Overwatch-Event mehr angefasst. Leider. Müssen wir wieder machen. Wir müssen wieder Overwatch im Stream spielen. So, beschlossene Sache. Aber jetzt machen wir der Billions. Dass die auf YouTube auch ihren Spaß haben. Und wir machen die Rabenminen, machen wir weiter. Auf diesem vulkanischen Ödland mit spitzen Felsen befinden sich die alten Goldminen, welche vor ewigen Zeiten verlassen wurden. Nur das Gekrächze der Raben bricht das Schweigen dieser staubigen Ländereien. Errichte eine große Kolonie und nutze die Minen, um eine ausreichende Goldzufuhr für das Imperium zu sichern. Es gibt viele Zugänge zwischen den Minen und den Gebirgen. Eine starke Verteidigung ist an allen Zugängen notwendig. Kolonienbevölkerung 700, das sollten wir hinkriegen. Goldproduktion 2000 sollten wir auch hinkriegen. So, Spiel starten. Zocken und schauen. Kauft dir mehr Monitore. So, wir haben 180 Dinge hier. Ich könnte mal schauen. Was könnten wir denn bauen? Stimmt, wir haben 180 Forschungspunkte. Ich wollte auf irgendwas sparen. Ich wollte auf die Steinkonstruktion, glaube ich, sparen, ne? Was kriegen wir in Siegespunkten? An Forschungspunkt kriegen wir 180. So, schau mal. Wir können die Steinkonstruktion machen. Auf der anderen Seite. Wir brauchen auch die Lagerhalle. Die kostet zwar sack viel. Aber was können wir machen? Werte für Strukturen, Materialrückerstattung ist mir wurscht. Der stille Beobachter ist mir eigentlich, ist es mir nicht wert. Soldat, Sichtweite, Angriffsreichweite 1. Das ist mir nicht wert dafür, dass wir den globale Sicht haben. Holzstützpfeiler, Leben plus 20. Die Barrikaden hätte ich tatsächlich gerne. Wir gehen auf die Barrikaden. Medizin ist mir wurscht. Alle Technologien, Forschungszeit minus 25%. Lohnt sich auch nicht. Leichenschmaus. Lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Also ich behaupte einfach, das alles hier lohnt sich nicht. Das einzige, Barrikaden ist das einzige, was sich lohnen würde. Goldtransport. Lohnt sich, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, ich mache das Lagerhaus. Dann können wir mehr Ressourcen einlagern. Ich glaube, das lohnt sich schon eher. Öltransport. Plus 5 Öl alle 24 Stunden. Gold 300 alle 24 Stunden. Artillerietransport. Wespe. Jedes Mal, wenn der Zug in der Kolonie ankommt, erhältst du folgende Boni. Wespe. Ja, das lohnt sich alles nicht. Ich würde mal sagen, der ganze Forschungstree besteht aus 60% von Sachen, die man nicht braucht. Ich glaube, der Markt wäre ganz gut, dass wir den Markt erforschen. Ich glaube, das wäre ganz lustig, weil wenn du mehrere Sachen produzierst, kannst du die gleich verkaufen. Wir machen erstmal die Lagerhaltung. Wir erforschen die. Dann brauchen wir Handel und wir brauchen die Steinkonstruktion, aber auf jeden Fall, dass wir die größeren Häuser kriegen. Das brauchen wir. Ich glaube, das brauchen wir als erstes. Steinkonstruktion gibt es das große Haus. Mit dem großen Haus brauchen wir weniger Platz für die Einwohner. Und dann können wir auch die Betonwände machen.
Und dann mal schauen. Bronzeschmiede. Der Siegreiche. Monumente. Titanium. Wo ist denn eigentlich? Ich muss ganz kurz gucken. Ich suche gerade was. Schwarzmarkt Militärakademie. Das hier. Die Akademie der Unsterblichen. In dieser glorreichen Akademie bringen die berühmten Helden der Armee die Fertigkeiten bei und bilden sie zu mutigen und erfahrenen Veteranen aus. Das könnte tatsächlich lustiger werden, weil wenn du die hast und du bildest einen Sniper zum Beispiel aus, ist er sofort ein Veteran. Was gar nicht so blöd ist. So, machen wir jetzt das Spiel starten. Schau mal. Vielleicht haut's ja hin. Ha, es wäre schön. So, willkommen in den Rabenminen. So, wir gucken mal eben. Okay. Ja, das ist ja schon mal ganz toll hier. Da oben haben wir Eisen und hier haben wir ganz sau. Ich sehe die Karte jetzt schon und habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Das ist echt bitter. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. So, ich werde mir das anschauen mit Stream-Avatars. Vielleicht bringt das ja was. So. So. Building completed. Great. Wie kann ich denn hier die, wie kann ich denn da Wegpunkte setzen? Ich würde gerne Wegpunkte setzen, dass die verfolgen. Patrouillieren. Great. Are you sure? The train has arrived at the station. Ist übrigens extrem lustig in der Kampagne, es hackelt immer ein bisschen. So. Zack. So, klack. Jetzt muss ich mal gucken, dass die mich hier nicht gleich wegschnetzen. Ich brauche das Stein da, den Stein da unten auf jeden Fall. So. Gold. Es wurde in diesem Punkt Gold erfasst. Eisen. Es wurde Eisen erfasst. Okay. Also ein bisschen was passiert hier ja. Nahrung 4 ist gleich fertig. Komm schon, zack. Attention. Building completed. Oh, more orders. So, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen, sonst... ich habe gerne mal außenrum ein bisschen Platz. So. Da kommt er doch schon hier, oder? Ja, da kommt er schon. So. Gut. Klar, ich zahle alles. Die erste Welle kommt übrigens Tag 20. Sehr gut. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ganz schnell die Steine da unten. So. Ich brauche auf jeden Fall da unten den Stein. Weil ich brauche unbedingt sofort Soldaten bzw. mehr Truppen. Sonst wird das hier nichts.
Die Frage ist halt natürlich auch, von wo die kommen. Attention. Building completed. So. You again. Faster than my bow. Zack. What? Chase my arrows. So, ich versuche da noch ein ganz kleines bisschen aufzuräumen. Und dann machen wir natürlich gleich weiter mit dem anderen. Mit der anderen Seite. So, wir haben 8 Arbeiter. Wir brauchen auf jeden Fall die Kaserne zuerst. Da brauchen wir jetzt Holz. Okay. Oh, here we go again. Are you sure? Attention. Yes. Building completed. Yeah. Attention. What? Building completed. Whatever you say, as long as you pay me. The train has you arrived at the station. This, right? So, ich zieh die mal ganz kurz andersrum. Ich habe die Befürchtung, dass die gleich nämlich angreifen werden. So, 7 Stein, klack. Da sind schon ein paar da unten. Oh Mann. Also das ist, glaube ich, kein Spaß hier. Sagen wir es mal so. Ich brauche auf jeden Fall ratzfatz die Kaserne jetzt. Also anders geht's nicht. Ich brauche Energie. Toll. Oh, fuck. Ach ja, schön. Und sonst so. So, da kommen sie schon langsam angelaufen. So, wenigstens kommen die von da unten nicht. Also von hier nicht. Das heißt, ich kann hier... Attention. Building completed. So. You are gonna pay me for this, right? Ich brauche Gold, ganz dringend. Sagen wir es mal so, klack. Dann können... Osten... Jo, da ist aber... Oh! Danke, habe ich nicht gesehen. Das wäre fast schief gegangen. Hippie, du musst einmal Discord schauen. Mach ich, Kupuro, mach ich. Kann ich hier... Ja, Gott sei Dank. So. Kann ich denn das hier am besten absichern da oben? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war gerade. Ich hoffe zumindest. So, jetzt passt auf. Machen wir es hier unten mal zu. Die kommen da nicht durch, ne? Nee. Okay, so. Haben wir das da unten schon mal zu. Schon mal Part 1. Part 2. Wir müssen das da drüben irgendwie zumachen. Das könnten wir so machen. Our forces are in danger. Oh, here we go again. What? Are you sure? Oh, here we go again. What? Right between the eyes. Gotcha. Faster than my bow. Yeah. Let me put the colony is under attack. What's up? Any infected around? You again. Taste my arrows. Hehehehehehe.
Attention. Building completed. I hate my life. So, mach's mal so. Klack. This better be good. Ich muss das da oben irgendwie sichern. Wir brauchen Arbeiter. Toll, jetzt kommt der Zug. Fantastisch. Vergeigt. Wie soll ich denn das hier oben? Attention. Building completed. Das ist echt gar nicht so einfach, das hier zu sichern. Weil das Problem ist nämlich, müsste... Okay, zum Glück nur die Defenses. So. Kann ich hier zufällig... Ja, das geht. So, können wir da mal doppelte Mauern bauen. Okay, so, haben wir das. Ich muss irgendwie das hier... Ach, warte mal, kann ich hier... Ja, das geht. So. Okay, jetzt fehlt Holz, aber wir kriegen das zumindest schon mal hin, glaube ich. Wir müssen warten, bis die... Bis der verflixte Zug kommt. Dass wir wieder die Mitarbeiter kriegen. So. Dann können wir das hier nämlich zumachen komplett. Weil wichtig ist erstmal, dass die nicht mehr reinkommen. So, geil. 16 Arbeiter. So, was fehlt? Jetzt brauchen wir Holz. Okay. So. Hey, halt, halt, halt. Wieder zurück an Anfang. Ich bin jetzt erst da. Starte den Stream neu. Hallo Cooper. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du es geschafft hast. So, jetzt passt auf. Ich baue die Kaserne dahin. Okay, und Holz. Ein Cooper! Ja, der Cooper ist da. Hello! Schön, dass du es einrichten konntest. So. Ich muss mal kurz gucken, kann ich hier irgendwo... Ich könnte hier noch bauen. Es ist zum Mäusemelken hier. Komm, gib mir Gold. Jerry Berry, keine Herzen. Stimmt, Cooper mag keine Herzen. Cooper ist ein herzloser Mensch. Oh oh. Attention. Building completed. So. Ich brauche unbedingt Jägerinnen. Das Gebiet da oben müssen wir sauber machen, weil die kommen 100 pro von da oben jetzt dann gleich. Attention. Building completed. So. Attention. Building completed. Okay. What? Straight to the heart. Dann hier rüber, zack. The train has arrived at the station. Nicht genug Materialien, okay.
So. Wo ist der Hippie? Röcke mit Strumpfhosen trägt. Jaha, so habe ich auch reagiert. Hey, Röcke mit Strumpfhosen sind toll. Ich habe mal ganz viel Freiheit in gewissen Regionen. Oh, here we go again. Kann ich nur jedem empfehlen. Muss man mal probiert haben. Das ist ein sehr befreiendes Gefühl. So, okay, haben wir das. Sehr gut. Was brauchen wir? Holz. Ich brauche Jägerinnen. Erstmal Jägerinnen, völlig egal. So, wusstet ihr, dass wenn man ein Herz umdreht und 4 Punkte mit Abstand hinmacht, eine Pfote entsteht? Ehrlich gesagt nicht. Okay. So, ich muss sagen, ich bin jetzt deutlich entspannter als gerade noch, weil jetzt haben wir nämlich zumindest schon mal eine Kaserne. Wir haben rudimentär eine kleine Verteidigung. Und ich weiß, es fehlt noch einiges. Aber zumindest kommen die hier schon mal nicht mehr rein. Wir müssen jetzt bloß noch hier oben sauber machen. Beziehungsweise da oben hin das Ganze erweitern. Dass wir der Gegner platt kriegen. Das Eisen hätte ich gerne da oben. Dann können wir ein paar Sniper vielleicht dann gleich ausbilden, wenn wir genügend Leute kriegen. So. Wieso habe ich hier nicht keine Mauer gebaut? Ich bin ja krass drauf. So. Attention. Building completed. So, gegen das Mikro hauen. Entschuldigung. So. They are attacking the colony defenses. My bow and arrows are ready. What? Great. You are gonna pay me for this, right? So. Faster than my bow. Ich muss die nochmal platt machen, weil die machen mich da leicht nervös. Nein. So, drum zum Glück bauen. Wenn der Bau noch nicht fortgeschritten ist. Zack. You again. Let me put an arrow in his head. Yes. Okay, 13 Tage haben wir noch, bis die erste Welle kommt. Mal gucken, was wir bis da noch alles schaffen an Verteidigung. Ich glaube, die erste Welle wird nicht so krass. Aber wir müssen sie zumindest mit Wellen, mit Mauern aufhalten. So, da unten kommt auch einer. Dann können wir so, die können wir auf jeden Fall aufhalten, das ist kein Problem. Wenn man mal Mauern außenrum komplett überall hat, dann geht's. Dann ist das schon mal alles deutlich einfacher. So, wir brauchen Nahrung. Warte mal, ich muss das da oben weiter arbeiten. Verdammt. Kann ich die Fische schon bauen? Nee, ne? Es ist hier Verschwendung, das zu bauen, weil da oben ist halt das Dingens. Da lohnt sich's auch nicht, weil dann machen wir das mal gleich kaputt. Dann hier, wenn wir ein Gebäude hinbauen. Wir bauen das temporär mal dahin, wir reißen es dann ab. Das ist nur temporär gedacht. So. So. Dann haben wir die Lagerhalle, die brauchen wir noch nicht. So. Attention. Building completed. Great. Halt. Holz haben wir jetzt genug. Holz ist gerade nicht das Problem. Building completed. They are trying to break through. So. This better be good. Great.
My bow is ready. Gut, schauen wir mal, ob wir das alles platt kriegen. So. Dann können wir das da oben hier noch absichern. Da würde ich aber gerne noch hin. So. Ich würde gerne mal alle Zugänge mal grob sichern. Wenn das mal getan ist, dann ist mir wurscht, wenn die Welle kommt, weil dann haben wir jetzt in Ruhe Zeit, nämlich alles auszubauen. So, das sind die alten Omas hier, oder die jungen Omas besser gesagt. Was ist das denn? Das ist eine... Fährt der Zug da drüber? Wow! Oh, fuck! My bow is ready. Okay. Oh, here we go. Ja. Hervorragend. What? Right. Genau so habe ich mir vorgestellt. What do you want now? Kann ich hier dann bauen? So, okay. What? Gotcha. Faster so. Than my bow. Hebi zielt Luft. Holte Mario. Yes. Ja. Nicht genug Materialien. Schön. You are gonna pay me for this, right? Tag 10. Ich kann ja keine Mauer bauen, weil da sind zu viele Mauern wieder in diesem Gebiet. Das ist mega bescheuert. Ich hasse das wie die Pest. So. Zack, machen wir es so. Dann können wir jetzt das Holz hier einsammeln, weil jetzt haben wir genügend Platz. Und dann machen wir das da oben alles kaputt. Was fehlt denn? Holz. Ich glaube, da oben ist nämlich nichts mehr, ne? Ich renne mal schnell hin, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Ne, da ist nichts mehr. Das passt, das ist sauber. Dann, wenn wir das jetzt hier oben noch sichern, dann ist mir... Dann haben wir rundherum schon mal Mauern. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit kann ich schon mal leben. Der Rest kommt dann peu à peu. Hier oben gibt es übrigens auch Eisen, sehr gut. Das heißt, da müssen wir eh hin. Attention. Building completed. What's up? Any infected around? So. A new task. The walls are under attack. Straight to the heart. So. Yeah. My bow is ready. Also ganze Haufen Eisen sogar hier. Trying to break through. What? I hope you're not wasting my time. So. Attention. Building completed. Machen wir so einen Turm da oben. So, machen wir es am dümmsten. So, wisst ihr, könnt ihr komplett durchlaufen wahrscheinlich, ne? Okay. Yes. Ah, gar nicht mal, es ist zu da oben. Sehr gut. So. Ach, das ist toll. Das ist schön, da kann ich bloß so hier das Ganze bauen. Ach, das ist doch bescheuert! They are attacking the colony defenses.
Habe ich da jemanden? Ja, da habe ich jemanden. Oder habe ich auch jemanden? Also ich habe überall jemanden. Faster than my bow. Great. Right. So. Zum Glück sind die strunzdumm, die Zombies. What? Roger that. You are gonna pay me for this, right? Okay. Uh-oh. Our defenses are being attacked. Straight to the heart. Okay. What? Roger that. Let me put an arrow in his head. Great idea. No, I'm just kidding. You again. Yes. So. A new task. My bow is ready. Roger that. Straight to Aus irgendeinem Grund bin ich mega angespannt. Das regt mich ultra auf gerade. The walls are under attack. The train has arrived at the station. What? So, da fehlt wieder Holz. Ich brauche die Eisenmine da oben. Ich brauche Soldaten. Attention. Building completed. This better be good. They are trying to break through. A new task. Ist unten einer? Ja, da ist einer. Das passt. So, ich habe noch 8 Tage Zeit. They are attacking the colony defenses. So, pass mal auf, wir brauchen ja Gold, ne? Also, wir haben ja Gold. So rum. Hoch. 20, so. Zack. You are gonna pay me for this, right? Nein, das wollte ich nicht. Das war ein Fehler. Right between the eyes. What? Yeah. Our defenses are being attacked. You are gonna pay me for this, right? The walls are under attack. You pay. Okay, die kommen wir da oben zumindest schon mal nicht durch. Das ist schon mal ganz gut. So, dann brauchen wir hier oben noch. Gotcha. Das Ganze so. Trying to break through. Attention. Building completed. Leck mich. So. Gut, so, wir haben 62 Nahrung. Ich habe jetzt den ganzen Hüttenbau, ob ich jetzt vernachlässigt, muss ich gucken. Hier kann ich zumindest keine... Es fehlt Energie. Na klar, es fehlt... Irgendwas ist doch immer. So. Ich muss... Irgendwie muss ich jetzt gucken... Könnt hier eine Mühle bauen. The train has arrived at the station. Attention. Building completed. You are gonna pay me for this, right? Are you sure? The walls are under attack. Take my arrows. Attention. My bow building completed. What? They are trying to break through. Ich bin mega nervös, mega nervös. They are attacking the colony defenses. You again. What do you want now? Können die bis dahin schießen? Nee, ne? Aber sie kann dahin schießen, das passt dann schon. Attention. Building completed. Ich hoffe, das ist wirklich nur eine kleine Welle, die dann kommt. Das wäre sehr schön. So, müssen wir den oben platt machen.
So, jetzt sind wir zumindest von allen Seiten mal grundsätzlich safe. Sehr gut. So, dann brauchen wir jetzt Arbeiter und Holz. Zack. Dann bauen wir das ganze Gebiet jetzt voll mit Hütten. Hier ist nämlich kein Gras. Ich glaube, hier kann man eine Farm dann bauen. Hier auf dem hier. Bin ich mir nicht sicher. Könnte sein. Wenn ja, wäre das super. Jetzt brauchen wir ganz viele Hütten, aber ganz viele Leute müssen jetzt schnell den Marktplatz bauen und schnell die Balliste ausbilden. Damit wir uns verteidigen können. Das bauen wir dann. Die erste Balliste bauen wir dahin, wo die erste Welle kommt. Und dann sollte das zumindest schon mal relativ okay sein alles. So. Das bauen wir dahin. 16. 15. So, haben wir das. Da kann ich eh keine Balliste hinbauen. Von da kann ich auch die Hütte hinbauen. Das ist dann wurscht. So. Also, das ist schon mal ganz gut. Wir sind schon mal relativ gut in Anführungsstrichen abgesichert, glaube ich. So, Schreinerei. Jetzt passt auf, die Schreinerei. Wo baue ich die jetzt am dümmsten hin, wo sie mir nicht so viel Platz kaputt macht? Die bauen wir hier oben in die Schreinerei. Weil hier kann ich eh nichts anderes hinbauen. So, kommt da die Schreinerei hin. Dann machen wir 5 Jägerinnen. Einfach, weil die keine Nahrung brauchen. Also, ne? Kennt man ja, Frauen müssen nichts essen. So. Dann bauen wir gleich die Balliste weiter. Okay, wir brauchen den Zug ganz schnell, dass wir die Arbeiter kriegen, dann können wir die Windmühle bauen. Also ich bin momentan noch relativ zuversichtlich, muss ich sagen. Wir haben, glaube ich, an jedem Punkt, wo die reinkommen könnten, haben wir Mauern gebaut. Das heißt, so einfach Maschinen hier nicht rein. Wir haben noch 5 Tage. Und tatsächlich noch viel Platz. Oh Mann.